Wenn wir eines im letzten Part gelernt haben, dann, dass man Murray niemals schwach nennen sollte, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Sly 2 Band of Thieves. Im letzten Part ist es passiert. Wir haben Rajan endlich gestellt. Es ist trotzdem ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, denn dummerweise hat uns Constable Neela eine Falle gestellt und quasi dafür gesorgt, dass sie jetzt voll gut dasteht. Weil Rajan ist jetzt gefangen genommen, aber Sly und Murray leider auch. Nur noch Bentley ist übrig. Und in Episode 4 ist anscheinend Comtesse unser Gegner, weil wir Sly und Murray ja wieder befreien müssen. Comtesse ist ja auch ein Inspektor-Oberfotze da. Und das ist eine Spinne. Voll eklig, Mann. Aber egal. Gefängnisausbruch. Wir müssen Sly und Murray befreien mit Bentley. Na dann los. Ab geht's. Es dauerte eine schlaflose Woche, angefüllt mit Datensammeln, aber schließlich konnte ich meine Freunde lokalisieren. Eingesperrt in den mysteriösen Türmen Prags. Für den Augenblick sind sie unfreiwillige Gäste der berüchtigsten Gefängniswärterin von Interpol, der Comtesse. Noch als Studentin der Kriminalpsychologie stürzte sie sich in eine stürmische Romanze und heiratete einen wohlhabenden Aristokraten. Leider war die Verbindung nur von kurzer Dauer, da der General unter seltsamen Umständen einige Wochen nach der Zeremonie starb. Die verwitwete Comtesse nutzte ihre Ausbildung und ihr neu erworbenes Vermögen und gründete ein Rehabilitationszentrum für Kriminelle. Ihr bahnbrechender Einsatz der Hypnotherapie brachte gute Ergebnisse und begründete ihre prominente Position bei Interpol. Meine Freunde befinden sich irgendwo in der Klinik und werden der Gehirnwäsche der guten Samariterin unterzogen. Wenn ich sie nicht bald rette, arbeiten sie demnächst von 9 bis 5 als Schuhverkäufer. Ich habe zwei beste Freunde weniger. Bentley saves the gang. Bentley rettet die Gang in Gefängnisausbruch, Jailbreak. So eine hinterhältige Frau, ey. Tja, man hört schon von hier eine Flasche klackern. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll wäre, mit Bentley jetzt großartig nach Flaschen zu suchen. Verbinde mit Evnet. So, wir haben nichts zu verkaufen. Adrenalinstoß. Renne wie keine Schildkröte vor dir gerannt ist. X drücken, um dieses Power-Up zu kaufen. Eigentlich nicht schlecht, dann rennt er wenigstens schön schnell. Ja, holen wir uns. Dann ist er wenigstens zacki-wacki-wacki. Ich sollte rüber zum Haus der Comtesse gehen. Vielleicht finde ich ein paar Spuren, die zum Aufenthaltsort von Sly und Murray führen. If you say so. Muss ich dafür... Ah ja, okay. Hier habe ich Bombe mit Auslöser. Ja, warum nicht? Huch! So eine Scheiße. Ups, bin ich voll durchgelaufen. Okay, wo muss ich hin? Belausche die Comtesse. So scheiße. Okay. Ich höre es klackern. Es ist so verdammt nah. Und doch so fern. Kamera. Da hinten. Vielleicht sollte ich jetzt nicht. Genau, jetzt aber ja. Wow, wow. Wow. Oh, ich habe keine... Wie soll man es nennen? Magie? Keine Power mehr, um das einzusetzen. Nee. Nee, dann halt nicht. Toll. Komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, Bentley, du bist einfach zu fett. Das war gemein. Komm ich denn da hinten? Du schaffst es, Bentley. Huch, voll der Werwolf. Schnell! Wo ist es? Da hinten! Oh, nicht getroffen. In dein Gesicht. Tschüss, Mann. Oh.
Sorry for that, pal. So. Oh, die Musik hier. Viel zu gruselig. Ah, wo muss ich lang? Ich sehe mein Ziel nicht mehr. Ah, ich habe mein Ziel nicht mehr vor Augen und ich sterbe. Wow, was zum Teufel? Ich habe mein Ziel nicht mehr vor Augen. Da ist eine Flasche. Ja, hier sind Werwölfe und so. Wo ist denn mein verkacktes Ziel? Hä? Das war doch irgendwo hier, oder nicht? Mann, ey. Da oben ist es doch. Da war ich doch eben. Oh. Autschi. Na toll. Oh, nochmal den ganzen Spaß. Toll. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh je. So dumm. So, wo ist es? Da hinten. Okay, da komme ich hin. Warte, falsche Richtung. Hier lang. Ist so dumm. Schade, dass es so lange nur hält, so kurz nur hält. Eine Fledermaus. In den Arsch. Für dich. Oh Gott, ein Panzer. Warum tut er das? Okay, er dreht sich um. Dieses Geklacker macht mich wahnsinnig und ich kann es mit Bentley nicht erreichen. Hüps, hüp, hüp. Und hüp. Ach, die kommt Test belauschen, das wird ein Spaß. Was ist denn hier lang? So. Bin ich richtig? Müsste ich ja eigentlich. Oder? Ah, ich hab's gefunden. Aha, die Comtesse macht ihre Runden. Moment. Die Federn meiner Schlafpfeile vibrieren bei nahen Geräuschen. Wenn ich meine Position auf dieser Parabolantenne behalte, müsste ich die Frequenz aus der Entfernung abhören können. Großartig! Wenn ich die Comtesse mit meinen Pfeilen markiere, kann ich mithören, was sie sagt. Vielleicht höre ich sogar, wo sie Sly und Murray eingesperrt hat. Das heißt, ich soll, wo ist sie? Sie beballern, oder was? Wo ist sie? Die war doch eben gerade hier. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Da hinten. Boah, Alter. Spider-Man. Ganz ruhig. Ganz ruhig, da ist sie. Bäm. Die Claw-Gang bricht auseinander. Die Spice-Lieferungen wurden fast gestoppt, ah? Ich wäre nie eingestiegen, wenn ich gewusst hätte, wie einfach der Plan durchkreuzt werden konnte. Wenigstens ist die Cooper-Gang hinter Schloss und Riegel. Ihre kriminelle Moral flieht im Angesicht menschlicher Selbstsucht. Nun gut. Sie werden es bald ebenso sehen wie ich. Okay, sie ist Mitglied der Claw Gang. Jetzt wird einiges klar. Hey. Du Affe. Giraffe-Affe. Boah, ey. Diese Frau. Wenn ich sie Frau nennen kann. Haha. Diese Trottel bei Interpol schicken mir immer mehr Kriminelle und ich mache immer mehr Geld. Seltsam, dass noch nie jemand diese Idee hatte, Kriminelle zu hypnotisieren und zu zwingen, zu verraten, wo sie ihre Reichtümer versteckt haben. Ich bin ein Genie, wenn ich nur mehr Spice für die Hypnose hätte. Oh, sie braucht das Spice für die Hypnose, hä? Huh? Aha. Die verfluchte Cooper-Gang. Der fette, wie hieß er noch? Murray, ja, Murray, wird als erster zusammenbrechen. Ich dürfte für seinen schwachen Geist nur ein paar Sitzungen brauchen. Ich kann nur ahnen, welche Reichtümer die Gang über die Jahre angehäuft hat. Naja, ich würde auch gern was von dem Reichtum haben. Habe ich aber nicht. Und, na, verdammt, voll daneben. Wo ist sie? Da ist sie. Verdammt. Diese Frau.
Und den hier. Ja. Sly Cooper. Welch ein komplexer und rebellischer Verstand. Ein Monat oder zwei im Loch und selbst er ist gebrochen. Lasst ihn dort versauern. Woche für Woche. Er weiß, dass die Wachen an der Wand alle Bewegungsmelder haben. Es gibt keinen Fluchtweg. Langsam wird er erkennen, dass er in der Falle sitzt. Und ich kümmere mich um seinen Geist. Unfassbar! Sie ist gar keine Ärztin. Das ist das ruchloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Die Insassen unter Hypnose stellen, damit sie preisgeben, wo sie ihre Beute versteckt haben. Das ist eine Schande für Gesetzeshüter und Diebe gleichermaßen. Ich sollte anfangen und einen Weg suchen, Sly aus dem Loch zu holen. Das solltest du. Badum-bam. Okay, dann zurück zum... Was war das denn? Den hast du genießt? Da ist das nächste Ziel. Okay. Whee. Whee. Oh Gott, der Panzer. Hilfe. Der schießt auf mich. Okay, okay, okay. Alles cool. Warum laufen wir eh so wie kleine Panzer rum? Panzer, mein Name. Tschüss, Mann. Hilfe. Ich habe ihn weggetrackt. Und dich auch. Daneben nicht. Hilfe! Ih, das war eklig. Hör auf damit, mach das nicht nochmal. Ich muss da irgendwie hoch. Da hinten zumindest. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Bewegung, Urukai! Voll runtergehauen. Da hinten. Okay. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung. Okay. Haha. Oh, fuck, Mann. Ich hatte eben eine Bahn überfahren. Ich war fast da. Hey, cool. Ich starte gleich wieder hier. Ist ja praktisch. Dieser Computer ist Teil eines Steuerungssystems für den elektromagnetischen Zug. Wenn ich mich in sämtliche Terminals entlang der Schienen hacke, müsste ich ihre Polarität umkehren und aus dem Zug ein riesiges Projektil machen können. Sein Einschlag in die Gefängnismauern sollte ein Loch erzeugen, das groß genug ist, dass Sly entwischen kann. Klingt doch schon mal nach einem Plan. Oh, da kommt er. Okay. Dann lass uns mal ein bisschen Hacky die Hack machen. Na? Bentley, danke. Nichts geht über einen Computer-Hack-Job. Jetzt kann ich mit dem linken Analogstick meinen Cyber ab. Ich muss mich durch die Barriereknoten hacken. Ich muss den rechten Analogstick in die Richtung bewegen, in die ich meinen Hacker schicken will. Cool. Wenn ich den rechten und linken Analogstick gleichzeitig benutze, kann ich mich bewegen und in verschiedene Richtungen schießen. Aha. Öffnen. Das war Nummer 1. Der Zug müsste schneller werden. Das ist aber schlecht, wenn er schneller wird. Ich höre eine Flasche. Nee. Oh je. Wir kriegen das Fleisch schon raus. Und den hier und den hier und boom. Und wow, wow, wow. Aha, voll blutig. Das sind die Art von Shooter, die Nerds mögen. Aua. Nee. Muss ich dich überhaupt abballern jetzt großartig? Eigentlich nicht, ne? Aber hey, egal. Öffnen. Nummer 2. Nur noch 4. Wo bleibt der Zug? Ich warte, bis er einmal vorbei ist. Ist mir sonst zu kritisch. Na komm. So viel dazu. Er kommt von der anderen Seite? Warum denn das? Moment mal. Da oben. Da hinten.
Hä, warum fahren die denn auf einer Schiene hin und zurück? Das ist voll seltsam. Ach so, es ist nur ein Zug, der immer hin und zurück fährt. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Aha. Oh je. Was seid ihr denn? Na, warte. Stirb. Ja, weg mit euch. Bam. Wenigstens schießen sie nicht. Scheiß Knoten. Bam. Weg da. Keiner mag euch. Ihr Viren. Los, schnell. Cool. Das müsste den Zug um mindestens 50% beschleunigen. Oh, scheiße. Renn. Huch. Das war eine knappe Sache. Wow. Weg mit euch. Bam. Haha. Erwischt. Weg da. Jetzt bin ich hiermit fertig. Ja, da komm her. Was. Weg da. Wie ich hier die ganze Zeit einfach so chillen kann. Aha. Los, schnell. Boah, ich fliehe. Oh, scheiße. Scheiß die Wand an. Aua. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass noch Gegner kommen. Weg da. Autsch. Schnell, jetzt aber. Flup. Nur noch zwei Terminals. Oh je, schnell rennen. Renn, Bentley. Hilfe. Haha, geschafft. Oh, hier, sie bewegen sich und schießen. Das ist nicht gut. Aber überlebbar. Wow. Bam. Aua. Verschwinde, die Bussen. Boah, wenn die immer wieder kommen, ist das belastend. Verschwinde. Danke. Los, schnell. Mach weg. Out, Rider. Yeah. Ja, der Zug fährt volle Geschwindigkeit. Und jetzt die Polarität des Feldes umkehren. Jetzt wird's witzig. Okay, Mann. Bin bereit. Erstmal hier immer. Flup. Aua. Ja. Weg da. Verschwinde. Weg da. Schnell. Ihr verschwindet hier auch besser. Ihr nervt. Immer diese Programme. Ich muss noch eine Tür öffnen. Flup. Schnell. Und jetzt wird gehackt. Was für eine herrliche Flugbahn. Ins Schwarze. Na, witzig war es auf jeden Fall. Den habe ich es vollgegeben. Okay, was käme jetzt als nächstes? Was ich im nächsten Part erst angehen würde? Ich muss da erstmal hinkommen. Es wäre Mauerbomben. Oh oh, Hilfe! Huch, knappe Sache. Okay, ich mache mal eine Untergrundmission. Oh wow, eine Flasche, die sogar Bentley erreichen kann. Nicht? Was zur Hölle? Oh, die kann nur Sly erreichen. Bentley, kannst du überhaupt was? Eine ernst gemeinte Frage. Du kannst eine erreichen. Na, sieh mal an, endlich. Oh, scheiße. Das hat die Wache gehört. Bentley, was kannst du eigentlich? Hilfe! Ich will die Mission noch nicht aktivieren.
Aber ich will hier trotzdem hoch. Oh, noch eine Flasche. Wer will? Wer will mucken? Wer will mucken? Du? Verkackt. Ganz schön viele, oder? Hilfe. Den hier. Und den hier. Und euch beiden. Alle erwischt. Hey, cool. Tja, mein lieben Freund, ich würde mal sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann um Mauerbomben. Ich denke mal, es ist nicht mehr weit, bis wir Sly befreien können. Und Murray natürlich auch. Ich meine, hey, oder vielleicht sind sie schon bereits Wurstverkäufer an der Theke. Hältst du den Blaupausenplan falsch rum, Bentley? Ist ja auch egal. Bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.